Claudia Huckesberg ist Leiterin der Sektion Richtplanung beim ARE und wird uns aufzeigen, wie die Kantone das Thema Klima in der kantonalen Richtplanung berücksichtigen können. Marlies Schneider ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim ARE und zuständig für die Ergänzung des Leitfadens zur kantonalen Richtplanung. Der Leitfaden, der derzeit in Erarbeitung ist. Sie wird uns von ihrer Arbeit erzählen. Darf ich hier das Wort erteilen, Claudia? Ja, herzlichen Dank, Damian. Ich hoffe, Sie sehen meine Präsentation. Alles gut. Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was tun, wenn der große Schnee ausbleibt und mit ihm die Gäste? Der Bündner Schriftsteller Arno Gamenisch lässt in seinem Buch »Der letzte Schnee« Paul und Georg an ihrem kleinen Schlepplift in den Bündner Bergen philosophieren und ihre Geschichten aus dem Leben erzählen, um das Verschwinden so aufzuhalten. Ganz am Schluss des Buches, als dann der Schlepplift nicht mehr rattert, sagt Paul, dabei wäre alles angerichtet, nur der Winter stellt sich quer. Und wir stehen hier wie zwei Pajasse parat für die nächsten 50 Jahre, sagt der Paul und nimmt den Feldstecher runter. Was für ein komisches Los wir da gezogen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das soll nicht geschehen. Nicht für die nächsten 50 Jahre, aber für die nächsten 25 Jahre. Das ist die vorauszuschauen, das ist die Aufgabe des kantonalen Richtplans und darauf möchte ich im ersten Teil meines Referats eingehen. Dann möchte ich im Rahmen eines kleinen Werkstattberichtes unsere Arbeiten vorstellen, für ein Merkblatt zum Thema. Und ganz zum Schluss möchten wir schließlich, wenn die Zeit noch reicht, ein Fenster öffnen zum Thema Klima im ARE, was das ARE sonst noch tut. Der kantonale Richtplan ist das zentrale Führungs- und Steuerungsinstrument der Kantone. Er schaut 20, 25 Jahre voraus und er hat das Gesamte im Blick. Denn das gesamte Kantonsgebiet, aber auch die Gesamtheit der verschiedenen Themen. Und deshalb ist er so ein wichtiges und zentrales Instrument, gerade eben auch für das Thema Klima. Die Richtpläne tragen schon länger, schon immer eigentlich mit ihren Inhalten zu Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel bei. Einfach waren diese Richtplaninhalte meistens nicht mit dem Label Klima versehen. Denken wir da etwa an die Inhalte zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr, zur Siedlungsentwicklung nach innen, zu Natur- und Landschaftsschutz oder eben auch zum Schutz der besten landwirtschaftlichen Böden, den Fruchtfolgeflächen, die Inhalte zum Schutz vor Naturgefahren und so weiter. Klimawandel ist aber in den letzten Jahren doch auch zunehmend expliziter ein Thema in den kantonalen Richtplänen und es gibt da ganz unterschiedliche Formen. Oft wird der Klimawandel erst als Herausforderung thematisiert. Aber es gibt auch schon einige Kantone, die dem Thema ein Querschnittsthema im Richtplan widmen, ein separates Kapitel, ein Koordinationsblatt vielleicht oder die eben konkrete Maßnahmen auch bei den einzelnen Themen formulieren. Das werden ja auch dann die beiden folgenden Referate zeigen. Einen sehr guten Überblick über das, was heute in den Richtplänen schon vorhanden ist, gibt die Masterarbeit von Frau Jolanda Zurflu, die ja dann später heute am Tag als Referentin noch zu einem anderen Thema sprechen wird. Aus meiner Sicht stehen wir heute vor der Aufgabe, von einem impliziten Beitrag des Richtplans zu einer expliziteren Beschäftigung zu gelangen, eben zu einer sehr konkreten Beschäftigung auch.
Der Bundesrat hat ja die Aufgabe, die kantonalen Richtpläne zu genehmigen. Und der Bund hat seine Erwartungen an die kantonalen Richtpläne in einem Leitfaden festgehalten, schon länger. Und die Idee ist es nun, eben zum Thema Klima im kantonalen Richtblatt diesen Leitfaden des Bundes zu ergänzen mit einem Merkblatt. Dieser Auftrag ist auch im Aktionsplan, im aktuellen Aktionsplan zur Strategie des Bundesrates zur Anpassung an den Klimawandel, die ja schon erwähnt worden ist. Diese Aufgabe eben ist auch in diesem Aktionsplan verankert. Es geht aber im Merkblatt nicht nur darum, eben die Anpassung an den Klimawandel zu behandeln, sondern auch eben den Klimaschutz und damit auch einen Beitrag zu leisten an die zweite Strategie des Bundesrates, die erst kürzlich publiziert worden ist und die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Nun, was sind die Erwartungen des Bundes? Wichtig ist, dass die kantonalen Richtpläne sich wirklich bewusst auch und explizit mit diesem Thema Klimawandel beschäftigen, dass sie eben auch konkrete Ziele und Maßnahmen vorsehen. Wie sie das tun, da gibt es einen sehr großen Spielraum der Kantone. Wichtig ist wirklich, es zu tun. Das Merkblatt soll unterstützen und motivieren und es soll anhand von Beispielen auch aufzeigen, welche verschiedenen Herangehensweisen und auch welche Aspekte, dass man hier wählen kann. Die Erarbeitung dieses Merkblattes, das wollen wir zusammentun mit den Kantonen. Deshalb werden wir in einer Woche auch einen ersten Workshop mit allen kantonalen Fachstellen durchführen. Und selbstverständlich werden wir den Entwurf dann auch wieder bei den kantonalen Fachstellen in Konsultation geben. Das Merkblatt wird sehr stark natürlich auf das Instrument des kantonalen Richtplans fokussieren. Aber es wird auch, und ich glaube, das ist sehr wichtig, die Schnittstellen zu den anderen Instrumenten kurz aufzeigen, zum Beispiel zu den kantonalen Gesetzen und Verordnungen oder auch zu den regionalen Richtplänen. Der kantonale Richtplan kann nicht alles selber tun, sondern es ist wichtig, hier ein ganzes Set von geeigneten Instrumenten zu verwenden. Für die Erarbeitung des Merkblatts, wir stehen hier wirklich noch ganz am Anfang, haben wir einen Auftrag erteilt an das Büro Infras. Die Namen sind Thomas von Stockar, Miriam Steinemann und Romina Weber. Ziel ist es, nach der Konsultation eben bei den Kantonen, die dann das Merkblatt Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres zu publizieren. Das Merkblatt soll auf dem bestehenden in den Richtplänen aufbauen und die relevanten Themen stärken, aber es wird seinen Akzent, seinen Fokus vor allem auf neue Aspekte und Inhalte legen, die noch eher selten in den Richtplänen zu finden sind. Dazu gehört sicher eine Klimastrategie des Kantons, als eine Art Dach im Richtplan selber auch. Es geht nicht darum, nur eben die Herausforderungen zu benennen, sondern sich auch konkrete Ziele und Maßnahmen zu setzen und zu formulieren. Beim Klimaschutz werden das sicher auch quantitative Ziele sein müssen. Zudem hat eine erste Analyse unserer Auftragnehmer gezeigt, dass eben verschiedene Themen noch hier im Bereich Klimaschutz ergänzt werden müssen im kantonalen Richtplan, zum Beispiel auch die Funktion des Waldes als CO2-Speicher oder auch die anderen Funktionen des Waldes, die ja schon erwähnt worden sind. Bei der Anpassung geht es darum, die Themen dann eben auch bewusster auszurichten auf diese Klimafrage und zu stärken. Und hier hat die erste Analyse gezeigt, dass vor allem bei der klimaverträglichen Innenentwicklung und beim Thema Wasserspeicherung, Stichwort Schwammstadt, ein Handlungsbedarf besteht. Eine wichtige Grundlage schließlich könnten zukünftig Klimakarten sein.
Sie haben am Anfang des Referats und Sie werden das auch am Ende sehen, einen Entwurf einer Klimakarte, einen Ausschnitt aus einem Entwurf der Klimakarte des Kantons Zug gesehen. Nun möchte ich aber, wie angekündigt, noch kurz ein Fenster öffnen zu dem, was das ARE eben sonst noch tut zum Thema Klima. Und ich möchte dazu Marlies Schneider das Wort geben. Sie ist eben Projektleiterin für das Merkblatt, von dem ich Ihnen erzählt habe. Und sie ist auch Mitglied oder vertritt unsere Sektion Richtplanung auch in der internen Klimagruppe in unserem Amt. Marlies. Besten Dank. Genau, das Bundesamt für Raumentwicklung legt jedes Jahr Amtsprioritäten fest, worauf wir im laufenden Jahr also besondere Aufmerksamkeit richten wollen. Im Jahr 2021 ist auch eine Amtspriorität im Rahmen der Klimadiskussion festgelegt worden. Wir wollen bewusst und aktiv einen Beitrag in der Klimadiskussion leisten und Position beziehen. Bei den vorherigen Präsentationen wurden bereits Instrumente und Förderprogramme des Bundes erwähnt und vorgestellt. Und ich möchte hier noch kurz auf unsere ARE-interne Klima-AG eingehen. Die Klimaarbeitsgruppe ist eine sektions- und direktionsübergreifende organisierte Arbeitsgruppe, welche in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung die klimapolitischen Aktivitäten des ARE koordiniert. Wir haben uns in der Klimaarbeitsgruppe 4 ARE-Klimaziele verfasst, welche ich gerne kurz erwähnen möchte. Ziel 1 ist, dass wir die Siedlungsentwicklung nach innen qualitätsvoll und klimaangepasst mitgestalten möchten. Ziel 2 ist, dass Verkehr zu vermeiden ist und auf ressourcenschonende und emissionsarme Verkehrsmittel verlagert werden soll. Unser drittes Ziel ist, dass Risiken vermindert werden sollen und somit auch die Auswirkungen von Extremereignissen reduziert werden. Ziel 4 ist, dass wir Grundlagen und Informationen zur Verfügung stellen möchten, um so weiter für die Thematik zu sensibilisieren. Dies soll unter anderem durch die Förderung von innovativen Projekten und Wissenstransfer geschehen. Und zu diesem Wissenstransfer möchte ich gerne ein Beispiel vorstellen. Die Anpassungsstrategie des Bundes, wozu auch das Pilotprogramm Anpassung an den Klimawandel gehört, wurde bereits erwähnt. Es ist im Rahmen dieses Programms, dass ich gerne das Beispiel A12, klimaangepasste Arealentwicklung, vorstellen möchte. Bei diesem Projekt war das ARE mitbeteiligt. In Regensdorf wird ein ausgedehntes Gewerbeareal am Bahnhof, das TWAT-Areal, umgenutzt und neu entwickelt. Der Kanton Zürich nutzt dabei die Gelegenheit, zusammen mit der Gemeinde und dem privaten Investor ein Pilotprojekt umzusetzen, das eine positive Wirkung auf das lokale Klima entfaltet. Der private Bauträger wurde im Rahmen des Projekts unterstützt, im Außenraum technische und gestalterische Maßnahmen zu treffen, um eine übermäßige Erwärmung des Areals zu verhindern. Auf den Folien sehen Sie einige Beispiele für diese technischen und gestalterischen Maßnahmen, welche eben eine Erwärmung des Areals verhindern sollen. Für das Areal wurden eigene Vegetationskonzepte und Schattenstudien erstellt, woraus dann Maßnahmen abgeleitet wurden, wie eben begrünte Sickerflächen oder auch offene Wasserführungen. Die Erfahrungen aus diesem Projekt wurden ausgewertet und somit auch für andere Projekte nutzbar gemacht, ganz im Hinblick im Sinne eines Wissenstransfers. Gut, danke Marlies. Die konkreten Maßnahmen werden oft im kleinen lokalen Rahmen umgesetzt werden müssen, wie das Beispiel gerade gezeigt hat. Dass das aber überhaupt geschieht und auch eben aufs Große abgestimmt, gut koordiniert, dafür scheint mir der kantonale Richtplan wirklich von eminent großer Bedeutung zu sein als Steuerungsinstrument. Und da bin ich gespannt auf die 2 Referate, die dann kommen werden zu solchen Richtplaninhalten. Herzlichen Dank. Merci beaucoup, Claudia et Madame Schneider, pour cette vue d'ensemble de ce qui se fait au niveau cantonal, enfin de ce que vous souhaiteriez qu'il se fasse au niveau cantonal.
vous souhaitez que les cantons, dans leur plan directeur cantonal, prennent mieux en compte la protection du climat. Certains le font déjà, comme vous l'avez dit, d'autres ne mentionnent effectivement pas du tout ce terme-là dans leur plan directeur cantonaux, tout en prenant partiellement en compte la problématique. Comment est-ce dans le canton du Valais? Nicolas Mettant, chef du service du développement territorial du canton du Valais, nous présentera quelques mesures prises par le canton. Mais avant, Nicolas, quelle est la question que tu souhaiterais poser à la Confédération à ce stade de leur réflexion? Alors, merci Claudia pour ta présentation. Et évidemment, comme aménagiste, on est tous convaincus que le plan directeur est un instrument utile et incontournable pour traiter la question du climat. Dans la réalité, c'est des fois un peu plus difficile, notamment quand il s'agit de faire valoir cet instrument face à d'autres instruments, à d'autres bases légales, à d'autres initiatives politiques comme l'agenda 2030, la stratégie climatique, la stratégie énergétique 2050, par exemple. Alors, comment vois-tu cela du point de vue de l'arrêt et aussi comment se passe la collaboration avec les autres offices fédéraux concernés? Ja, eine, danke Nicola für die Frage. Eine ganz ähnliche Frage wurde ja schon Franziska Schwarz gestellt. Also ich glaube, die Richtplanprüfungen sind ein sehr guter Ort. Eben, die machen wir, also eben unser Amt bereitet eigentlich die Genehmigung des Bundesrates für die Richtpläne vor, nimmt diese Richtplanprüfung vor und bezieht natürlich dabei auch alle anderen Bundesstellen ein, die Anliegen oder die Vorhaben im Raum haben. Und deshalb ist das wirklich ein sehr guter Ort, eine sehr gute Gelegenheit, eben um die verschiedenen Strategien, die verschiedenen Anliegen des Bundes aufeinander auch abzustimmen. Und Franziska Schwarz hat das ja nicht verheimlicht schon, dass wir wirklich auch sehr intensive Diskussionen haben innerhalb des Bundes. Es ist nicht immer einfach, diese verschiedenen Strategien unter ein Dach zu bringen. Viele haben auch Synergien miteinander, aber es gibt natürlich auch Widersprüche oder etwas unterschiedliche Haltungen. Und ich denke, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir das hier tun können, in diesen Richtplanprüfungen auch eben eine Haltung des Bundes erarbeiten. Also ein Beispiel, das ja auch mit Klima zu tun hat, ist die Förderung der erneuerbaren Energien, beispielsweise Windenergiegebiete. Diese Bezeichnung im kantonalen Richtplan von geeigneten Gebieten für die Windenergienutzung, da haben wir wirklich sehr unterschiedliche Interessen auch innerhalb des Bundes, die aufeinander prallen. Und das ist eine Herausforderung, diese Abstimmung vorzunehmen. Und am Ende muss der Bundesrat entscheiden, oder unsere Departementschefin, je nachdem. Und, aber ich denke, das ist aufwendig, aber es ist eben notwendig und es ist genau die Gelegenheit, um so etwas zu tun. Merci. Merci beaucoup, Claudia.